Der Osten meldet sich zurück. Hallo, hier ist der Friseur und ihr seht heute World at War und ausnahmsweise könnt ihr heute mal aufs Gameplay gucken, weil das Gameplay ist entscheidend. Oder was heißt entscheidend? Ich möchte euch heute das Spiel einfach näher vorstellen. Viele werden jetzt sagen, das ist voll scheiße, God 5 ist für Noobs und das ist so alt und ich will MW2 und Black Ops sehen. Aber Leute, es tut mir leid, ich will mal was anderes bringen und da bietet sich Call of Duty 5 auf jeden Fall an. Es ist ein sehr unterschätztes Spiel. Ich finde, es macht online derbst Laune. Und die Waffen machen Spaß, die Maps sind cool designt und es gibt eigentlich keinen Grund, warum man dieses Spiel haten sollte. Denn ja, es ist zwar alt, 2008 ist es rausgekommen, im 13. Dezember glaube ich. Und das Einzige, wo man das Spiel haten könnte, wäre in der deutschen Version, denn es gibt kleine, aber feine Unterschiede. Alle, die sich fragen, ob sich das Spiel noch lohnt, es lohnt sich definitiv. Ich finde aber, es lohnt sich nie in der deutschen Version, denn es ist so, in der deutschen Version fehlt ein ganzer Modus und das wäre der Zombie-Modus, sprich Nazi-Zombie. Viele werden sich das wundern, hey, Zombie-Modus? Ja, Zombie-Modus hat Black Ops nicht erfunden, sondern war in World at War am Start. Generell ist zu sagen, dass Black Ops und World at War von den gleichen Entwicklern ist und das merkt man auch. Also mir macht es extrem Spaß. Und ihr seht hier, um mal auf das Gameplay einzugehen, ihr seht hier eine beliebte Waffengattung bei World at War. Und zwar sind das Waffen, die einen Schuss abfeuern und dann sozusagen nachgeladen werden müssen, also automatisch nachladen. Das ist so eine Art Bolt-Action-Rifle und ja, die sind relativ schwierig zu spielen. Also es sieht einfacher aus, als es ist. Ihr müsst viel vorzielen. Und ich spiele das Ganze hier mit Stopping Power und Steady Aim, das ist die Arisaka mit Bayonet. Es gibt noch eine bessere Version oder eine Version, die mir mehr Spaß macht und zwar wäre das die Moisin Nagant. Ja, auf dieser Map hier ist es relativ verwinkelt, eigentlich für solche Waffen eher tödlich, deshalb spiele ich hier relativ defensiv. Aber die Gegner lassen sich schön bashen und wie ihr an der Stelle seht auch schön outplayen, da kamen gleich mal Dreier am Start und da bin ich dann mal lieber abgehauen, statt da mich abfarmen zu lassen. Bam, Quickscope. Ja. Also generell gibt es zu der Waffe nicht mehr allzu viel zu sagen. Es macht extrem Spaß und es dominiert hier in dem Spiel eigentlich eher eine Waffe und zwar ist das die MP40. Die seht ihr im zweiten Gameplay, auf die Waffe gehe ich aber dann nochmal ein. Generell, World at War, der zweite Nachteil für die deutsche Version wäre, dass ihr seht ja hier, wenn ich jemanden kille, dass ich da 10 Punkte angezeigt bekomme. Und das ist das Problem an der deutschen Version, dass in der deutschen Version diese Punkte nicht angezeigt werden. Also hat man immer das Problem, scheiße, habe ich den jetzt gekillt oder nee? Und das nervt einfach. Also ich hatte vorher auch erst die deutsche Version und bin dann auf die englische umgeschwenkt, weil es einfach mehr Spaß macht. Die Killstreaks hier sind festgelegt auf 3, 5 und 7. Auf der 3 ja, habt ihr hier die Drohne. Die Drohne ist relativ lang, finde ich, hier in dem Teil. Und dadurch, dass es kein Ghost gibt, ja, hilft die auf jeden Fall sehr. Was hier ganz lustig ist, es gibt viele Perks wie in Black Ops, auch Flak Jacket zum Beispiel. Also das finde ich ziemlich cool, man kann sich immer auf die jeweilige Situation ja, einspielen oder abstimmen, aber generell ist es so, dass es hier so Noob-Tube oder so gibt es eher selten. Also man kann zwar tuben, aber da muss man noch selber zielen und nicht einfach irgendwo hinschießen, weil der Radius der Explosion ist so gering, also da muss man den Gegner schon relativ direkt treffen. So, der fünfte Killstreak ist so eine Art Möserschlag und zwar ist der hier aber viel stärker als in Black Ops, also die Fläche ist einfach viel breiter, also wird viel mehr abgedeckt und ihr könnt nur einmal bestimmen, in welche Richtung das Ganze ungefähr gehen soll. Und der Luftschlag ist so, wenn ihr auf der Position seid, dann wackelt der ganze Bildschirm und wenn die Dinger einschlagen, dann wird man so wie bei so einer Stun-Granate irgendwie total
Bewegt man sich langsamer und es ist ziemlich atmosphärisch geil gemacht. Und auf der 7 habt ihr die Hunde. Die Hunde gibt es ja schon in Black Ops. Oder gab es danach auch in Black Ops. Der Unterschied zu Black Ops hier bei den Hunden ist, dass die Hunde zwei Hits brauchen, also zweimal zu schnappen müssen, damit der Gegner tot ist. So, jetzt seht ihr schon das zweite Gameplay mit der MP40. Die MP40 ist die Noob-Waffe schlechthin. Die ist einfach saustark, ähnlich wie die UMP oder die MP5 in COD 4. Und ja, wenn man mithalten will, muss man theoretisch diese Waffe spielen. Man kann natürlich auch mit anderen Waffen ohne, aber es geht natürlich mit der leichter. Ihr werdet es auch sehen hier in dem Gameplay, dass wenn ich die Waffe aufhebe oder wenn ich Waffen aufhebe generell, dass es meistens nur die MP40 ist. Und wie gesagt, achtet aufs Gameplay. Ich finde es sehr knackig, viel Action. Gerade in dem, nicht ganz so defensiv. Auch wenn es hier an der Stelle relativ defensiv ist. Aber ich meine, wenn die Gegner sich dort befinden, warum sollte ich da reinrennen? Und ich krieg hier auch zweimal die Hunde, wie im ersten Gameplay. Ja, und falls euch schon mal aufgefallen ist, Booster und der Firemaker sind hier am Start. Booster kennt er ja und Firemaker hatten ja einige gesagt. Er kommt in jedem Video bei mir vor und spielt auch mal mit dem. Also das ist eigentlich auch so ein Typ, mit dem ich die ganze Zeit zusammen zocke. Und hier habt ihr den Beweis. Ja, jetzt habe ich auch meine Dogs. Ich finde die relativ stark, auch wenn sie zwei Hits machen oder zwei Hits brauchen. Und also generell, wie gesagt, es lohnt sich, das Game zu kaufen. Und wenn ihr die Chance habt, ihr kriegt das auch überall gebraucht. Also was ich euch empfehlen kann, ihr könntet zum Beispiel auf www.spielegrotte.de mal gehen. Da gibt es so eine Gebrauchtbörse und dann gebt ihr einfach mal World at War ein oder scrollt runter unter den Titeln, ob PS3 oder Xbox oder PC, ist ja egal. Und dann kriegt ihr das bestimmt so für 15 Euro. Und dann solltet ihr, wie gesagt, euch aber noch die Maps kaufen, weil ohne die Maps ist es echt doof. Ja, was kann ich euch noch erzählen zu dem Spielen? Ich werde, also, oder sagen wir mal so, bewertet es mal und sagt, ob ihr mehr COD 5 sehen wollt. Es gibt zum Beispiel, falls euch aufgefallen ist, hier noch eine vierte Perk. Die erste Perk, die blaue Perk, ist mit den Möglichkeiten, unterschiedliche Granatenarten oder Anzahl zu nehmen oder auch erweiterte Magazine, wie man das so kennt. Die zweite ist die rote Perk, also Stopping Power, Juggernaut, Sleight of Hand könnt ihr dort wählen. Die dritte Perk ist sowas wie Steady Aim und Deep Impact. Und dann gibt es noch eine vierte Perk. Und zwar, ich sage immer Perk, ich weiß nicht, es heißt glaube Perk, aber naja, wurscht. Und zwar die vierte Perk ist eine Vehicle-Perk, also Fahrzeuge. Nämlich gibt es in COD 5 auch Fahrzeuge oder Maps, wo Fahrzeuge vorkommen. Und das sind Panzer. In den Panzern habt ihr immer hier dieses ganz normale Panzerrohr, könnt ihr steuern. Und wenn ihr auf Y drückt, könnt ihr oben in dieses kleine Geschütz wechseln. Ich denke, da zeige ich euch nochmal was. Und für diese Panzer könnt ihr auch immer eine Perk wählen, zum Beispiel, dass sich das Panzerrohr schneller dreht oder dass dieses Geschütz so einen Wasserkühler erhält, dass es nicht so schnell heiß läuft und so weiter und so fort. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ja, also wenn ihr was sehen wollt, dann schreibt es in die Kommentare. Ich werde relativ abwechslungsreich Sachen bringen. Ich überlege mir sogar, vielleicht mal Homefront zu bringen. Hier verfolgt mich der Firemaker wieder. Und wenn ihr mal Homefront sehen wollt, dann schreibt es mir mal, weil Homefront ist ein Spiel, das habe ich bis jetzt nur dreimal gespielt, also drei Matches gemacht, danach habe ich wieder ausgemacht. Ich hatte auch nie die Möglichkeit, mit dem Max zu spielen. Und dachte mir, das könnte man auch mal bringen, falls sich das interessiert. Weil ich habe gerade total das Problem, ich weiß einfach nicht, was ich euch zeigen soll, weil ich finde, das ist alles so ausgelutscht. Ich könnte euch MW2 zeigen, so Nuke-Zeug und so. Und ich bin jetzt aber auch nie so der Typ, der jetzt paar Gameplays macht und versucht, eine Nuke-Lobby zu finden, um euch dann eine Schild-Nuke zu präsentieren oder so. Da habe ich eigentlich irgendwie keine Ambitionen dazu. Ihr könnt euch auf jeden Fall freuen. Ich bringe
demnächst dann eben, na, sag schon, was bringe ich? Gears of War 3 kommt, denke ich mal, am 18. habe ich das am Start. Da wird vermehrt ein bisschen von da was kommen. Und falls euch das Gameplay immer noch zusagt, ab hier wird es jetzt richtig räudig. Denn von meinen 27.1 mache ich jetzt gar keinen Kill mehr, sondern sterbe hier einfach tausendmal noch. Und ja, also es wäre richtig cooles Gameplay geworden, wenn das actionreich so weitergegangen wäre und ich hätte die Gegner noch gewäscht. Aber irgendwie war dann hier der Wurm drin. Ihr habt das sicherlich auch mal so ein paar Gameplays. Ihr denkt, oh geil, jetzt rock ich hier voll und danach da kackt ihr übelst ab. Aber ihr seht, die Gegner verkämpfen sich gerade dort nur, weil sie gebasht wurden und... Ja, was soll man machen? Also Leute, das Gameplay ist bald zu Ende. Ich habe hier in dem 27.4. Ich hoffe, es hat euch gefallen. War echt schwierig, jetzt hier 10 Minuten was Sinnvolles zu labern, weil, ja. Naja, machen wir mal Schluss. Tschaußen.